Hallo und willkommen in meiner Küche. Die Küche, wie du weißt, ist etwas improvisiert, weil wir eben noch außerhalb des Hauses leben und in so einem kleinen improvisierten Küchenbereich es uns gemütlich gemacht. Heute heißt es grüner Smoothie. Was ist eigentlich ein grüner Smoothie? Was steckt dahinter und was für ein Mythos wird gemacht? Und ich stelle gerade fest, in meinen Vorbereitungen, die ich hier schon gemacht habe, ich habe hier schon ein paar Sachen vorbereitet, fehlt was Wichtiges und zwar das hier, die Gurke. Auch da eine Gurke finde ich immer ein schönes Mittel, um eben Frische hineinzubringen in diesen Smoothie. Damit einfach auch da die Gurke vorbereitet ist, schneide ich sie erstmal und dann kann ich dir weitere Sachen erzählen, die ich wichtig finde für meinen Smoothie. Okay, was kommt alles in den Smoothie rein? Jede Menge grüne Sachen. Grüne Sachen haben sehr viel Chlorophyll. Chlorophyll ist sehr gut für unsere Zellen, für die Sauerstoffaufnahme, weil einfach viel Vitamin A drin ist, Eisen drin ist, Natrium, kaliumhaltig. Was eben auch für die Regeneration oder Entgiftung auch eine schöne Sache ist. Das Schöne bei einem Smoothie im Gegensatz zu einem Saft oder Entsaften ist, es hat Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind einfach für uns was sehr, sehr Wichtiges, gerade für die Ernährung, für die Verdauung. Das wird gerne vergessen. Bei vielen herkömmlichen grünen Smoothies, die ich kaufen kann, sind die leider, ich sag's mal, gepanscht. Gepanscht aus dem Grund, weil sie was sehr Zuckerhaltiges innehaben. Entweder meistens ist es Apfelsaft oder Orangensaft, damit es ein bisschen schmeckt. Muss ein grüner Smoothie schmecken? Ja, er sollte schon schmecken. Aber jetzt nicht unbedingt so lecker wie eben ein Fruchtsmoothie, weil einfach andere Abteilung ist. Ich trinke meinen grünen Smoothie, ich breite ihn mal hier vor. Also wenn du einen Smoothie machst, fang mit den Dingen an, die etwas fester sind. Also was heißt fester? Einfach härtere Struktur, damit einfach auch gerade dein Mixer, wenn er anfängt, das eben deutlich leichter zerlegen kann, als wenn er das später macht. Also auch da, wir wissen, Salat ist gut, Salat ist wichtig, doch die Zeit, einen Salat zu essen oder uns zuzubereiten, ist einfach wirklich lang. Okay, ich habe hier Fenchel. Fenchel finde ich für mich persönlich eine super Geschichte. Man kann den auch sehr, sehr gut roh essen. Also ab in den Mixer hinein. Das nächste ist Staudensellerie. Auch der ist eben faserig und Fasern sind eben auch da gut für eben hohe Ballaststoffe. Ballaststoffe brauchen wir für die Verdauung, die eben auch so ein bisschen dem ganzen Volumen geben. Ein guter Smoothie, tut deinem Körper gut, das merkst du eben auch sehr, sehr schnell. Jetzt kommt hier die Gurke, also auch da eine ganz einfache Salatgurke. Hier in der Schale habe ich schon einige Sachen vorbereitet, und zwar Petersilie. Petersilie hat sehr, sehr gute Sachen, gerade für Entgiftung, Vitamin A, Vitamin B. Nass, halte hier drauf. Dann habe ich, was du hier auch sehen kannst, Koriander. Ich mag Koriander sehr gerne, aber auch da sei vorsichtig mit dem Dosieren des Korianders. Gut, Koriander, auch da ein tolles Gewürz, was sehr viele Sachen hat. Und Rucola. Ich mag Rucola, sehr lecker, auch als Salat, sehr würzig. Ist nicht jedermanns Sache, weiß ich. Okay, die großen, groben, fülligen Dinge haben wir drin. Was ich auch immer gerne mag, ist Zitrone. Zitrone hat eine sehr, sehr gute Antioxidanzwirkung. Egal was das ist, eine Banane zum Beispiel, damit die weiß bleibt, bevor du die verarbeitest, mach ein bisschen Zitronensaft drüber. Dadurch bleibt die schön hell und weiß. Okay, Zitrone habe ich drin. Was von diesen Superfoods? Hier habe ich mal meine Chiasamen ein bisschen eingeweicht. Das sind 20 Gramm Chiasamen, die eben nach 2-3 Minuten so gallertartig sind. Und auch die kommen hier rein. So, das Wasser fließt schon ein bisschen runter. Auch da ein Salat braucht oder gewisse Vitamine, eben gerade die Adek-Vitamine, brauchen Öl. Also auch hier habe ich Öl, schön lecker griechisches Olivenöl. Auch da, wir können als kleine Bürger die Griechen unterstützen. Das ist besser als irgendwelche anderen Beiträge zu leisten. Öl ist drinnen, vielleicht ein bisschen wenig. Hier habe ich Salz. Auch da, Salz ist eine heikle Sache, eine wichtige Sache für unsere Mineralien, die wir auch brauchen. Nimm altes Salz. Altes Salz heißt einfach Steinsalz, was einfach viele Jahre alt ist. Steinsalz, Cayennepfeffer, auch der ist gut für das Stoffwechselsystem und ein bisschen normalen Pfeffer. Ebenso wie du eine Salatsauce auch würzen würdest. Okay, das habe ich alles drin. Jetzt kommt hier noch ein kleiner Schluck Wasser. Auch da, Wasser ist ganz gut und wichtig, weil wenn du das zerkleinerst und eben dein grünes Gemüse an der Luft ist, oxidiert es.
und dadurch bilden sich wieder freie Radikale und das ist eben auch nicht so gut. Deswegen sollte so ein grünes Smoothie sehr schnell, sehr bald auch getrunken werden. Okay, kurzer Check für mich. Habe ich alles, was ich nehmen wollte? Ja, ich habe noch ein bisschen Öl. Das war ein bisschen wenig in meinen Vorbereitungen. Dachte ich einfach 20 Gramm reichen, aber jetzt haben wir eben 30 Gramm Öl. Diesen Shake, der ist für zwei Personen gemacht. Ich will noch einen kleinen Tick Wasser dazu machen, damit es einfach eine schöne Flüssigkeit hat. Und wir schauen einfach mal, wie gut er sich heute mahlen, also zerkleinern lässt. Auch da, ich fange mit kleiner Stufe an. Und los geht's. Ja, es rutscht manchmal, manchmal besser, manchmal weniger. Dann gehe ich langsam von Slow auf Stufe 1. Unten hat es schon schön zermixt und langsam rutscht das von oben nach und Stück für Stück, ja, die festen Stücke unten, eben den Fenchel und den Staudensellerie, haben wir zerkleinert. Jetzt kommt es langsam von oben. Na, lege ich noch eine Stufe zu. Ja. Auch da, ich schaue immer, wie sind hier die Umdrehungen. Ja, ich glaube, ich mache eine kleine Pause und in dieser Pause stopfe ich das, was oben ist, einfach unten hinein. Schön die Chiasamen schwimmen noch oben auf und auch da. Es riecht schon, also wirklich sehr, sehr lecker. Und wieder langsam anfangen. Eben, ja, Salat. Nur eben halt in einer, ja, vorgekauten Version. Macht das Ganze natürlich deutlich leichter. Okay, ja, Stufe 1. Aber spannend zu sehen, wie das Ganze sich so aufbaut, hält. Ja, irgendwann kommt der Punkt, wo er wupp, von oben alles runterzieht. Dann weiß ich, jetzt ist es kurz davor, dass es einfach auch fertig ist. Dass alles so eine, ja, etwas kleinere Substanz ist. Ja, jetzt ist es soweit. Der Strudel ist da. Okay, das war's. Das ist mein grüner Smoothie. Jetzt noch ein, ja, ein kleines Glas mir schnappen. Ja, da kann ich auch immer so der Test, wie ist die Konsistenz? Ja, etwas stückig, aber in Ordnung. Okay, also das ist eine Portion für zwei Portionen. Also die Portion ist für zwei Portionen, also für zwei Personen. Das ist eine halbe Portion und so eine ganze Portion hat um die 180 Kalorien. Das ist nicht sehr viel, hat aber eben sehr viele Ballaststoffe, sehr viele Vitamine A, Eisen, Natrium, was einfach in unserem Körper wichtig ist, um ja vital zu bleiben. Ich esse das jetzt jeden Tag, mittlerweile ja seit 2 Wochen und ich merke, es tut mir echt wirklich gut. Verdauung ist gut, ich fühle mich vital und frisch, was ich einfach wichtig finde. Und ja, ich trinke jetzt meinen Smoothie und biete dir an, probier es aus. Ja, probieren geht über studieren. Das ist ein wichtiger Satz, den ich mir immer und immer wieder auch selbst sage, um einfach den Dingen auf den Grund zu gehen und vielleicht das ein oder andere Veränderung für mich auch zu finden. Das ist eine Art des Smoothies. Es gibt viele Arten. Probier sie aus und wenn du möchtest, schick mir ruhig Rezepte, welche dir gut geschmeckt haben. In diesem Sinn, wenn dir dieses kleine Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst und mir auf Facebook deinen Daumen hoch gibst. Ich lasse mich schmecken, lasse du dir auch gut gehen. Bis dahin, ciao, dein Coach Andy. Lecker. Der Rucola macht das so richtig, ja, würzig. Ich mag das.